Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Sanitarium. Der Wahnsinn ist in dir. Nur langem rumlaufen und rummachen und die Karte erforschen und von A nach B laufen und gucken und machen und tun, ist mir eins nicht aufgefallen. Es geht hinter dem Tempel weiter. Bereitet sich dieser Alte auf den Kampf vor? Echter Hammer. Alter Mann, was sagst du dazu? Das Ende ist nah. Quetzalcoatl wird uns alle vernichten, wenn ich nicht jemanden finde, der mir die Schale der Macht bringt. Wie ist dein Name, alter Ehrwürdiger? Mein Name ist Quetzalcoatl. Ich bin die letzte Hoffnung des Dorfs. Als Hexenmeister ist es meine Aufgabe, das Böse zu zerstören. Von was für einer Schale sprichst du? Der heiligen Schale der Macht. Sie enthält die Samen, die ich brauche, um dieses Unglück abzuwenden. Doch gibt es keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Warum nicht? Sie klebt an dem Baum, der vom flüssigen Feuer umgeben ist. Nichts kann der Hitze widerstehen. Und wie überlebt der Baum, wenn er von Feuer umgeben ist? Es ist Magie, so wie die Schale auf dem mächtigen Stamm wächst. Doch lässt der Zauber schon bald nach. Und dann werden alle Äste fallen und verglühen. Es muss doch einen Weg geben, die Schale zu erreichen. Genau. Vielleicht das Ritual der alten Krieger könnte die Antwort sein. Okay. Ritual der Krieger? Was soll das denn ausrichten? Nach alten Überlieferungen sollen diese Rituale einen Krieger unverwundbar machen. Aber schon seit vielen Generationen hat niemand mehr sie durchgeführt. Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Helft mir. Verzeih mir, du Heiliger, aber es geht nicht. Ich erinnere mich nicht an alles, doch der Steinmetz kennt die Antworten. Er ist jetzt der Dorfhäuptling und du findest ihn bei den Hütten. Ah ja. Und warum sitzt du hier untätig herum, statt zu kämpfen? Was für ein Feigling bist du denn? Harte Worte, heiliger Krieger, doch meditiere ich und sammle meine Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfen werde, wenn die Zeit nur gekommen ist. Und wie willst du einen Gott besiegen, kleiner Mensch, du? Ja. Das ist unmöglich. Er ist viel zu stark für mich. Aber wenn ich ihn mit meiner Zauberei nur genug verärgere, wird er wertvolle Energie auf mich verschwenden. So geschwächt kannst du ihn dann besiegen. Ah, du würdest dich für das Dorf opfern? Es muss sein. Oh. Ritual, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Doch. Welchen Zauber willst du nutzen? Das Geistesfeuer. Eine mystische Energiewelle, deren Kraft aus den Seelen der Toten zustande kommt. Okay. Nahezu alle Tempel sind durch Quetzalcoatls dunkle Magie zerstört. Ja, die Totempfähler sind in großer Gefahr. Von welchen Totempfählen sprichst du? Die Statuen, die sich im Schutz der Tempel befinden, sie repräsentieren die Reinheit Gottes. Ich glaube, Quetzalcoatl fürchtet sie. Sonst würde er sie nicht zerstören wollen. Kann gut Unsinn. Deine Frau trauert um dich, Hexenmeister.
Sie weiß von meinen Plänen und fürchtet die Zukunft ohne mich. Sie hat gesehen, wie unsere beiden Kriegersöhne durch Quetzalcoatls Hände starben. Mhm. Und bald schon muss sie mich begraben. Ja. Der lässt mich auch nicht da rein, oder? So, dann müssen wir mal zum Steinmetz. Es ist aber auch eine böse Ecke da hinten. So, dann ab zum Steinmetz rüber. Auf, auf. Weil der kennt's Ritual, da kann ich durch die Lava und krieg die Schale drüber. Dann habe ich schon mal ein Teil, was ich brauche für die Jaguar-Tempel. So, du Steinmetz. Ich habe also deine Tochter gefunden. Jetzt ist es Zeit, an mir das Kriegerritual zu vollziehen. Du bist wirklich ehrwürdig, Olmec. Ich hoffe, dass du mir vergeben kannst. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Genug gejammert, Häuptling. Lass uns anfangen. That's right. Ja, ja, natürlich. Das Ritual hat zwei Teile. Zuerst musst du eine mutige, heroische Tat begehen. Das ist mit der Rückgabe meiner Tochter abgegolten. Danach musst du die Namen der großen gefallenen Krieger aufsagen, in der Reihenfolge ihrer Abstammung. Oh ne, oder? Dann beginnen wir doch mit Teil 2. Kennst du alle 6 Namen der großen Krieger vor deiner Zeit? Ja. Dann lass uns beginnen, Olmec. Nenne alle 6 Krieger. Fange mit dem Jüngsten an und ende mit dem Ältesten. Okay. Psilonen. Tipitok war nicht der Jüngste. Tipitok. Jetzt ist die Frage, das Mitzkottel war der Jüngere. Hitzelup. Ometoch. Huitzilop. Mixquartl. Sentiotl. Tut mir leid, mutiger Olmec, aber das stimmt so nicht. Schau dir den Stammbaum noch einmal an, bevor ich dich wieder prüfe. Gut. Ich muss die Nomo fragen, was für Reihenfolge. Der älteste, jüngste, größte Held, etc. pp. Also 6 sind's. Hätte ich mir das doch besser aufgeschrieben. So, Krieger. Was war dein Rang als Kriegergeist? Jung war ich, aber älter als Ometoch. Ometoch ist der Letzte. Totem, Sichtkrieger, Name. Wie war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Krieger? Das war Tipitok, oder? Tipitok durchstreifte die großen Gewässer. Ja, ist schon gut. Fischer ist klar, auf Wiedersehen. So. Was haben wir hier? Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? So, Ometoch war der Jüngste. Was war dein Rang als Kriegergeist? Frisches Blut. Neue Stamm. Aber nicht. Ah, der Jüngste ist der Xil. Das Xilon. Okay. So, jetzt muss ich schon noch die andere rausfinden. Also der Ende als Zylonen. Der Name? Was war dein Name in Zylonen? Jüngster Krieger, genau. Das ist der Clenched. Jetzt muss ich schon noch die anderen 2 rausfinden, was die waren. Da steht Ende. Was war dein Name in der Welt der Lebenden? Nix Koade, ältester Kriegssäugling,
älterer Bruder von Uizilop. Also, Mix ist der Gräste. Mixi ist der Gräste. Nochmal. Mixkarten, oder? Was war dein Name in der Welt der Lebenden? Mixkarten, ja. Ältester Kriegssäugling. So, und du warst dann? Welchen Namen hattest du in der Welt? Sintiotl. Furchtloser Krieger. Vom Clan. Der kahlköpfigen Otonli. Okay, Otomi war aber was anderes, oder? Was für ein Krieger warst du, Geist? Meine Blüte. Älter als Tipiktok. Okay, der war also. Als Huizilop. Also Hü ist oben drüber. Hütilok ist oben drüber und sein Name war Nom. Welchen Namen? Sintiotl. Furchtloser Krieger. So, jetzt sollte ich aber alle haben. Also ich hoffe, dass ich jetzt richtig aufgeschrieben habe und nicht falsch bin. Also Mixkottl, Hotloss, bla bla bla. Also ich habe mir die grob aufgeschrieben, die Name. Jetzt hoffe ich bloß entweder vom jüngsten Beginn oder vom ältesten Beginn, ist jetzt die Frage. Aber da ist ja irgendwo noch ein Trick da drin. Hab doch gewusst, dass irgendwann es wichtig sein wird, dass wir den Kram da. Ja, komm, fang mal an, nochmal. Dann beginnen wir doch mit Teil 2. Kennst du alle 6 Namen der großen Krieger vor deiner Zeit? Ja. Dann lass uns beginnen, Olmec. Nenne alle 6 Krieger. Fange mit dem Jüngsten an und ende mit dem Ältesten. Gut, der Jüngste war der Xylon. Xylonen. Dann Ometoch. Ometoch. Dann kann Tipitokka. Tepiktok. Oder Tepiktok. Dann Sentiotl. Dann der H. Huizilop. Und Mixquatl. Du bist sehr weise, großer Olmec. Jetzt kann dein Geist den Zauber des Landes empfangen, so wie er mir von meinem Vater und Großvater vermittelt wurde. Um dich vor den mächtigen Elementen zu schützen, werde ich dein Fleisch mit meinem Blut und den Kräften der Erde verbinden. Diese magische Schranke wird dir eine Zeit lang unschätzbare Dienste leisten. Wie lange reicht der Zauber? Nicht lange. Du musst sehr klug damit umgehen. Blut des Heiligen, Fleisch der Krieger, verbunden mit dem Herz dieser Erde in Einheit von Schutz und Kraft, gib diesem edlen Krieger die heiligen Kräfte der tiefen Erde, um ihn vor den bösen Elementen zu schützen. Es ist vollbracht. Geh jetzt und verfolge dein Ziel, Olmec. Das Schicksal unseres Dorfes liegt in deinen Händen. Oh ja, klasse. Gut, mal gucken, ob wir jetzt durch die Lava können. Um die Schale zu holen, wo er unbedingt haben wollte, Kollege. Ich hoffe es jetzt zumindest mal. Oh ja, es geht. Und noch raus. Ah, hat funktioniert. Habe ich jetzt die Schale? Das muss die Schale der Macht sein. Ja, okay, dann bringe ich die mächtige Schale mal zu dem mächtigen Hexemeister, dass er halt nur seine mächtige Taten macht. Doch, habe ich jetzt so oft mächtig gesagt. Hier ist die Schale der Macht, alter Mann. Jetzt hängt alles von deinem Zauber ab. Sehr gut, dank dir, heiliger Krieger. Sofort werde ich beginnen. Jetzt ist es an mir, mein Schicksal zu erwarten. Möge mein Opfer das Dorf auf ewig retten.
Okay. Humday, humday, oh. Oh, leck. Trotz deines ehrenhaften Opfers ist das Dorf noch immer in Gefahr, alter Mann. Wir haben Quetzalcoatls Kräfte unterschätzt. Maske! Maske? Wovon redest du? Totenmaske gibt ihm seine Kraft. Okay. Wo ist die Maske? Unter dem Irrgarten. Okay, dann müssen wir die Irrgarten jetzt suchen. Ich will das jetzt ab. Okay, kann ich jetzt von ihm? Vielleicht dann das kann. Geht doch. Hat er jetzt das? Ja. So, jetzt kann ich ja endlich mal in den Tempel da links hingucken, weil ich da die ganze Zeit schon reingucken wollte. Aber der Sack mich nicht vorbeigelassen hat. Ein Herz aus Kristall. Ah ja, das wird dann wohl das Ding, was ich noch brauche für. Die Kerze hat einen starken Duft. Das ist die sogenannte Duftkerze. Okay, da ist nichts mehr anscheinend. So, jetzt kann ich nun zum Jaguar-Tempel gehen. In der Hoffnung, dass ich jetzt das Herz war, wo der Blut und das heilige Blut von ihm ist. Also ich hoffe, dass es reicht von. Bin mir aber leider gerade nicht so sicher. Und ich habe auch immer noch nicht rausgefunden, für was die ganzen Symbole hier auf der Seite sollen. Also hier habe ich mal aufgeschrieben, wo ich das ein bisschen oft geguckt habe. So, also, da will er das Blut haben. Heiliger Krieger, dieses Blut ist wirklich heilig. Aber du musst noch ein zweites Opfer bringen. Ja, das habe ich auch. Das nicht blutet. Finde es und die Tür des Tempels wird dir offen stehen. So, das ist das. Deine Opfer werden angenommen. Ja, Gott sei Dank. Die Tempeltüren öffnen sich für den heiligen Olmec. Yay! Das Totem des Jaguars. Bilder von vergangenen Helden. Was? Kein Abbild des großen Olmec? Tja. Ah, zum. Da habe ich jetzt. Räder aus Stein. Was die wohl für einen Zweck haben? Ja, zum Glück habe ich mir es jetzt gerade aufgeschrieben. So. Ich denke, wo das steht, drehen kann, oder? Jupp, da ist der Mond. So, was hatte ich hier gesagt? Die Maske. Das ist anscheinend immer nur eins, immer weiter drehe. Also wenn ich jetzt hier die Maske habe, müsste ein Stern, ja klar. Und dann muss hier der Wolf. Ne, der Wolf war nicht, das, da muss was anderes hin. Geht. Das ist die Kraft des Jaguars. Nope.
Aha. So kriegt man Abbilder auch kaputt. Kann ich jetzt den Kämpfer? Oder ist jetzt irgendwas in der Stadion drin, was wohl jetzt zerstört wird? Ist? Kann ich da was reinsetzen? Das kann das tut gar. Ah ja, das kann ich. Kann ich da reinsetzen jetzt? Das tut. Okay, was passiert dann? Jetzt bin ich im Labyrinth anscheinend. Die ganze Zeit? So einfach? DNA-Test begonnen. Komm schon, jetzt brech bloß nicht auseinander, Mann! Molekulare Verbindung bestätigt. Ja! Testzyklus lädt DVD. Verschlüsselung abgeschlossen. Systemstilllegung aktiviert. So, aber jetzt in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben, Video zu bewerten und vielleicht mich auch zu teilen. Tschüss!